Im letzten Part haben wir die wunderschöne Plage von diesem Schloss befreit, von den ganzen Geistern. Und jetzt wird es Zeit, im Keller einige Sachen zu erledigen. Und ich würde sagen, herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64, das Let's Play. Heute gehen wir hier in dieses wunderschöne Ding. Hier sieht es zwar aus wie eine Wand, aber wenn man in die Gegend läuft, merkt man, das ist keine Wand, das ist ein eigenes Level. Und zwar Shifting Sandland, was wir heute spielen werden. Ganz einfach gesagt, ganz einfach getan, genau. Ich kann ja schon mal den einfachsten Stern holen, mit einem Dreisprung hier. Der Originalweg wäre eigentlich so eine ganz, ganz schmale Ding, aber pff, scheiß drauf. First try, easy. ja, und heute werden wir so viel wie es möglich im Keller machen, denn der Keller ist cool und Keller ist schön. So, ich würde sagen, als nächstes hole ich mir den Birdo. Der hat einen Stern und da kommt manchmal, also eigentlich so gut wie immer, außer am Anfang halt, auf diese Plattform, an diese Plattform hier. Und da ist er auch schon, da brauchen wir nur ihn treffen. Das war zwar so gut wie gar nicht getroffen, aber es hat funktioniert. Deswegen kann ich mir auch direkt diesen Stern hier holen. Ich wäre fast gestorben, aber was soll's. Haha. Ja. In the Talon of the Big Bird. Wir werden mal direkt sehen, was als nächstes kommt. Es ist Inside the Ancient Pyramid. Dafür müssen wir uns bewegen. Beziehungsweise den mal kurz loslassen, weil der ist nicht wichtig. Und wir holen uns die Cap. Genau, denn wir müssen also auf all diese vier Säulen einmal drauf springen. Denn wenn das passiert, können wir in die Pyramide von oben rein. Was sehr cool ist. Und dort sind dann auch einige Sterne drin versteckt. Und der erste Stern ist der folgende. Und zwar dieser Stern hier oben. Ja, ich weiß auch nicht, warum der genau so da versteckt ist. Ich glaube, man sollte eigentlich von unten kommen. Aber das gleiche können wir jetzt für den Stern machen, mit dem wir eigentlich hätten oben lang gehen sollen. Und zwar Stand on all the tall pillars. Also eigentlich voll dumm, dass man das einfach andersrum machen kann. Dass man das in Speedruns auch andersrum macht. Und zwar gehen wir als erstes hier hoch. Oh, scheiße, ich wollte eigentlich da oben hier hoch, hier lang, genau. So. Und hier lang, denn hier gibt es einen geilen Trick mit einem Weitsprung, den man machen kann. Und halt Wandsprüngen. Und dann kann man hier mit einem präzisen Sprung sich dran graben und hier rein. Boah, das war sehr knapp. Sieht aus wie eine Bank, aber ist keine. Jetzt kriegen wir diese Nachricht. Who walk here? Who break seal? Wake ancient ones. We know like lights. Grumble. We know like intruders. Now battle hand to hand. Also müssen die erstmal richtig fett kicken. Also ja, das ist einfach nur kick die Hand. Ja. Also ja, die wie gesagt, die Bosse in diesem Game sind sehr einfach und ja, auch sehr einfach zu machen.
Sagen wir es einfach so, es ist nicht das Schwerste, was man je machen musste. Ich würde sagen, wir gehen nochmal rein und machen Free Flying for 8 Red Coins. Die sind auch überall in dem Level verteilt. Einmal hier. Jetzt müssen wir einen schweren Dreisprung versuchen. Den muss man nicht machen, aber es ist eine coole Abkürzung. Und wir gönnen uns diesen hier. Speedrun-Trick. Das war jetzt nicht so krass, aber wir müssen ja die 8 Red Coins trotzdem einsammeln. So. Okay. Dann holen wir uns die Red Coin. Und die Red Coin. Und holen uns die ja auch noch mit. Und gehen hier da. Ah! Ich bin am Leben. Ich bin am Leben. Solange ich am Leben bin, ist alles gut. Das war gerade eine sehr knappe Sache. So. Und ja, die Red Coins sind auch überall verteilt, aber nicht so schlimm, denn wir sind smart enough und können Tatsache dieses ganz einfach fertig bekommen, weil wir besser sind als alle anderen auf diesem Planeten. Was? Ja, also, das Game ist hart. Pyramid Puzzle. Ich bin gerade überlegen, was war Pyramid Puzzle? Oh, jetzt weiß ich wieder. Okay. Wir müssen aber die 100 Coins mit einsammeln, also. Oh, shit. Brauch die Coins. Oh, shit. Komm her. Danke für die Coins. Diese Dinger sind eigentlich super cool, denn diese geben nämlich jeweils auch immer wieder 5 Münzen, genau wie Augen und Bücher in dem Game. Oder wie auch immer die scheiß Viecher heißen und halt auch Geister. Das ist gut, denn wir brauchen diese. Okay. Dann holen wir uns hier die Coin. Okay, nice. Kurz warten. Und uns hier auch die Coin. Und uns hier hinten nichts, aber wir müssen hier lang. Okay, das war gerade sehr knapp. Puh. Und uns diese. Was? Der hat meine Mütze geklaut, der Bastard! Der Bastard hat meine Mütze geklaut. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Der Wichser, der dreckige Wichser hat es mit Absicht gemacht. Junge. Wow. Glaub's nicht. So betrogen zu werden von einem meiner besten Freunde. Bam, bam, come on. Oh, schade. Ich hätte ihn ja vielleicht treffen können. Okay. Okay, was machst du da oben, Bro? Ich brauch dich. Danke. Überlege, ist hier noch irgendwo was? Irgendwelche Münzen? Ja, außer halt die fliegenden. Warte mal. Guck mal. Wichtig sind halt immer, so viele Münzen wie möglich einzusammeln, bevor ich in die Pyramide gehe, weil ansonsten bin ich am Ende am Arsch. So. So, die Münzen habe ich jetzt nicht eingesammelt. Das war gerade sehr knapp, Tatsache. Und ich will auch die Münze hier auch einsammeln. Und diese. Jetzt möchte ich am besten hier ankommen. Diese Münzen einsammeln. Jetzt bemerke ich gerade, ich muss nochmal auf jeden einzelnen dieser scheiß Pillars stehen, weil ich das vorhin nicht getan habe. Okay.
Weil wenn ich nämlich auf diesen Dingern stehen kann, dann kann ich nämlich wieder oben rein. Und ja, dann habe ich auch einen Dreisprung gemacht, danke. Und kann hier rein. Jetzt können wir nämlich das Puzzle machen. Das ist krasse. Ich will eigentlich nur die Coins haben. Gib die Coin, Bro. Danke. Ich möchte die beiden noch haben. Jetzt wird scheiße. Muss gucken, wo die ist. Genau da. Okay. Dann nehmen wir uns hier die Coins noch mit. Und gehen hier runter. Und holen uns noch hier diesen Secret. Denn dann gibt es dir den Stern und wir müssen hier rauf, Tatsache noch. Okay, runter geht's. Ja, und da haben wir auch den 100 Min-Stern. Den 100 Min-Stern. Und sogar plus Nisa. Und dann können wir wieder hoch und den Stern holen. Denn... Was? Hier ist ein Teleporter, das wusste ich nicht mal. Nein! Ich wusste nicht mal, dass da ein Teleporter ist. Och, Junge. Ist ja voll unfair. Einfach so ein Teleporter, der das einfach hier unterbricht. Nein, nicht schon wieder! Mann! Junge! Das kann doch nicht sein! Sollst mich da weghalten? Scheiß Dreck. Junge. So, jetzt. Und dann haben wir auch den Stern. Endlich. Und haben, glaube ich, auch so, wenn ich mich jetzt nicht recht irre, ja, Shifting Sandland abgeschlossen. Und können weitergehen in Lethal Lavaland. Boil the Big Bully. Ja, das ist ein Lava-Level, Tatsache. Wenn man es vielleicht so schon sehen kann. Von diesem Lava-Level macht man Weitsprünge. Das ist auf keinen Fall der originale Weg, aber was soll's. Ja, dafür wäre ich auch gerade bestraft hier, wenn ich den originalen Weg gegangen bin. Aber naja, solange es funktioniert, funktioniert's. Ja, easy peasy erstmal den 50. Stern geholt. Und Tatsache, gibt es bald nach dem 50. Stern noch einen Hasen. Und zwar den hier, genau. Easy. Und no, 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 not you again. I'm in a great hurry, can't you see? I've got no time to scrabble over stars. Here, have it. I never meant to hide it from you. It's just that I'm in such a rut. That's it. That's all. Now I must off. Ow, let me go. What the fuck? Als ob ich den so vergewaltige oder so. Aber vergiss es, mein Freund. Du hast keine Zeit, denn du kommst jetzt mit mir in Little Lava Land. So. Ich mache natürlich nur Spaß, der Hase ist jetzt gestorben oder so. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo der Hase hin ist, also. Vielleicht existiert er einfach nicht mehr. Ja. Okay, scheiße. Überlebe ich das? Überlebe ich das? Okay, ich überlebe das. Dann gehe ich hier rauf. Ja. Ja. Dann gehe ich hier oben hin. Und dann besiege ich die kleinen Bullies. Denn die kleinen Bullies sind genauso anstrengend wie die großen. Digga.
Genau, dann haben wir den auch noch besiegt. Haha. Da habe ich dir gleich meine Speedrun-Künste gezeigt. Beziehungsweise doch nicht. Und dann machen wir auch weiter mit hoffentlich was Gutem. Und zwar 8-Coin-Puzzle with 15 Pieces. Das ist dieses Puzzle hier hinten, wo man hier 8 rote Münzen einsammeln soll. Also, ja, wie ich schon in einem vorherigen Part erzählt habe, sind in manchen Level aus irgendeinem Grund die Red Coins alle auf einem Haufen, genau wie hier. Und, ja, das macht die Red Coin-Mission dann doch nicht mehr so eine krasse Red Coin-Mission, sondern einfach nur, ja, 8 Münzen einsammeln auf 15 kleinen Sachen. Red Hot Logging. Ich kann auch hier auch ganz. Hier gibt's eine coole Speedrun-Strat, aber die mache ich nicht. Mit so einem Dreisprung hier, aber die mache ich jetzt nicht, genau. Stattdessen gehe ich den originalen Nintendo Intended Way, Brudi. Das wird insane. Oh shit, 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 shit. Ich hätte nicht so viel springen sollen. Okay. Wieder am Leben, das ist gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier nämlich auf diesen Hot Rolling Log, wo man sich fragt, warum diese eine ich muss in die andere Richtung, warum diese eine Seite noch nicht schwarz angebrannt ist oder warum der Log hier nicht allgemein brennt. Aber es ist auch eine neue Taktik, eine neue Mechanik, die hier gerade introduced wurde, und zwar dieses, ja, dieser sich drehende Holzstamm. Ja, der ist auch nicht wirklich schlimm, aber naja. Für manche ist es schwierig, Koordination zu halten. Hotfoot into the Volcano. Und Tatsache kriegen wir jetzt sogar hier so ein cool Ding. Und zwar die Shell, die haben wir uns auch noch nicht angeschaut. Das ist eine Sache, womit wir... Ja, womit wir fahren können. Das ist cool. Warten auch, manchmal kommen so Coins raus. Wann kommen die Coins, Bro? Hä? Also, ich beziehe mich ja meist, kommen da, ja, da sind die Coins. Ich wollte sagen, aus irgendeinem Grund kommen da manchmal Coins raus und die sind cool. Jetzt habe ich die letzte leider verpasst, aber was soll's. Ja, das ist ungefähr das, was man hier machen muss. Am schnellsten geht's wirklich mit der Shell hier. Und ja, dann zum Beispiel muss man hier dieses Auge auf einen zielen lassen, beziehungsweise hoffe ich mal, dass er das tut. Dann hole ich mir noch die hier, hole mir hier die Coin ab, gehe noch einmal hier ran und hole mir die ganzen Münzen. Dann komme ich hier hoch, hole mir noch die Münzen. Ich glaube, da hinten waren auch noch Münzen. Genau, dann noch ein bisschen mit den... Du hier spielen. runter mit euch. Haha. Ich kriege sogar noch 2 Münzen von denen. Das ist cool. Also wir haben... Leute würden sagen, ich bin ziemlich geskillt mit dem Ding hier. Oder würden es auch nicht sagen, aber egal. Rein da, denn hier sind noch mehr Münzen. Yay. Man muss tatsächlich hier reinkommen, um die letzten Münzen zu bekommen. Denn es gibt nicht genau 100 in dem Raum davor, deswegen müssen wir so und so 2 Aufgaben mischen. In dem Fall ist es die beiden. Und zwar einmal hier. Hier ist geil. Apropos, wollte ich mal sagen, hier, wir sind gerade in einen Vulkan reingesprungen. Also, just saying. Frag mich, wie Nintendo Kiddies das damals herausfinden wollten. Ja. Dachte ich mir. Ich bin dabei. Ja, genau. Dann haben wir auch das geschafft und brauchen, glaube ich, sogar nur noch einen Stern. Und zwar Elevator Tour in the Volcano. Und ich glaube, heute ist echt ein Speedrun-Tag, weil ich das heute alles sehr schnell hier mache. Ich habe nämlich schon 2 Sachen,
Also zwei Hauptstages abgeschlossen und wir sind gerade mal am... Also wir sind gerade... Wir haben noch nicht mal den Part beendet. So. Kleiner cooler Skip und dann nur noch hier hoch. Genau. Und dann haben wir auch alle Sterne in Lethal Lava Land, unserem Lieblingslevel Lethal Lava Land. Oder auch kurz LLLLLL. Abgeschlossen. Und wir gehen weiter in HMC bzw. Hazy Maze Cave. Aber bevor deswegen, ja, da kommt dann noch der Toad. Hold on your head. If you lose it, you will be injured easily. If you lose your cap, you will have to find it in the course where you lost it. Oh boy, it's not looking good for Peach. She's still trapped somewhere inside the walls. Please, Mario, you have to help her. Did you know that there are enemy worlds inside the walls? Yep, it's true. Bowser troops are here too. Oh, here, take this. I've been keeping it for you. Danke, Toadie. Du bist ein absoluter Ehrenmann und gibst mir einen Stern. Abonniert Toadie für besseren Content. Swimming Beast in the Cavern. Das Swimming Beast, was wir uns jetzt anschauen werden, ist gar kein Beast, Leute. Das Swimming Beast, was wir uns anschauen, ist kein Beast, Leute. Nein, denn Tatsache, brauche ich Coins, und Tatsache ist es Plessy oder Nessie oder was weiß ich, der sich unten versteckt. Und zwar, genau, wo ist Plessy? Da ist Plessy! Ich habe ihn gefunden. So, und dann können wir auf den rauf. Und hier rauf uns den Stern holen. Ja, ja, ja. Und actually ist das sogar eines der schwersten Sachen, die du tun kannst. Spaß. Als ob die zweite Mission direkt Elevate for Hadron's Coins ist. Aber es ist wohl so, deswegen würde ich sagen, machen wir direkt 100 Münzmissionen mit ihnen. Warten, bis der hier rauskommt. Haha, der wollte Jumpscare machen, ich weiß. Aber nein, Tatsache wird er das nicht hinbekommen. So, und dann gehe ich auf das Ding hier und warte. Denn hier sind überall Red Coins und die muss ich einsammeln. Ach, surprise, surprise. Hier sind noch diese Augen, die sind ganz, also die sind ganz blöde platziert. Ich glaube, da war keine Red Coin drin, oder? Ich hoffe einfach mal, da war keine Red Coin drin. Ja, ansonsten hätte ich ein Problem, ne? Genau, und dann gehe ich mal hier oben rauf, denn dieses Auge gibt mir auch ein, muss auch wieder rauf, oh, das wäre perfektes RNG für Speedrunning gewesen, weil, die dann dort in der, beim Redcoin-Spawn-Ding sind, da freuen sich immer alle, wenn das passiert. Mensch, hätte ich nur einen Speedrun gemacht. Na, so Leute, jetzt, da ich einen Speedrun gemacht habe, haben andere Leute weniger Glück. Glaubt mir. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, aber diese Boxen hier, die diese Coins inhalten, sind ganz böse platziert. Und ich weiß auch gar nicht, wieso. Weil, die haben gar nichts getan. Hier ist noch eine Box. Ich weiß auch nicht, wie man da rankommen soll. Hätte ich da vielleicht mit Dings raufkommen sollen? Ich weiß es nicht, um genau zu sein. Hm. Ja, bevor ich es vergesse, hier oben ist auch noch eine Red Coin drauf. Ja. Ah, vielleicht komme ich mit einem Weitsprung hin.
Dann spawnt auch da der Redcoin-Stern. Den werden wir uns aber noch nicht holen. Denn ich persönlich bin der Meinung, wir brauchen noch ein paar Münzen, bevor wir die 100 Münzen haben. Alter. Es ist kein Wenn, Aber, irgendwas. Oh ja, und hier ist auch das Gift, wo wir aufpassen müssen, denn wenn wir es berühren, kriegen wir Damage. Was nicht gut ist, deswegen müssen wir so viel wie möglich in der Luft bleiben und das war gerade gar nicht gut. Gib mir die Münzen. Nein, nicht schon wieder. Okay. Dann kommt mal her hier. Okay, und du auch? Bap, bap, bap. Okay, hier sind jetzt noch ganz viele Blue Coins, die müssen wir einsammeln. Deswegen müssen wir aufpassen. Ja. Dann holen wir uns die Coins hier noch mit. Weil die sind wichtig. Dann haben wir auch eine schöne Runde gedreht. Nehmen wir noch den hier mit. So. So. Den Stern, da möchte ich noch nicht einsammeln, weil, ja, warum soll ich den Stern einsammeln wollen? Oh Gott, das war knapp. Okay, jetzt muss ich hier hin. Denn da hinten muss ich lang, Tatsache. Ich hoffe mal, hier sind noch, hier sind noch irgendwo Coins. Nein. Mir fehlen Coins. Du vielleicht Coins für mich, Bro? Versuch mal den zu machen. Let's go. Das war sogar sehr, sehr gut, Bro. Und dann kriege ich den 100-Münzstern. Und darauf folgend natürlich noch den Redcoin-Stern. Let's fucking go. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es verpassen wollt. Und wir sehen uns bald wieder auf diesem wunderschönen Zweitkanal. Und abonniert auch meinen Hauptkanal oder so. Ja, bye bye. Tschüss. Oh yeah.